Netzwerk die Girlande hier im Flur anmachen. Nehme ich euch mit. Zack, fertig. So schnell geht das. Hallo meine Lieben, auch ich zeige mich heute endlich mal. Jetzt habe ich Zeit gefunden. Und wo befinden wir uns? Natürlich wieder in der Küche, ist ja klar, denn es ist Mittagessenszeit. Der Uwe ist auch da. Ja. Die Kira auch und wir essen nochmal dasselbe von gestern. Ja. Das, was übrig geblieben ist. Hast du der Nation noch was zu sagen? Wir wünschen euch einen guten Appetit. Ja, ich wünsche mir einen guten Appetit zwar eher selbst, aber solltet ihr auch gerade essen, dann euch natürlich auch. Aber hier bei mir dampft es im Teller und deshalb geht's weg. Die Kira, die möchte auch. Na ja, meine Süße. Hier haben wir ihren Kongball. Sieht man's? Ja. So. Jetzt sind aber alle befriedigt sozusagen. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Naja, danke schön, wünsche ich dir auch. Danke. Wir sehen uns nach dem Essen wieder. Na, meine Süße, bist du satt? Hm? Schnelle Zunge ist unterwegs. Bist du satt, meinst du? Du bist ja wie eine Schlange. Oh, Bäuerchen hat sie euch auch gleich neu geliefert. Gesundheit. Ja. Ich habe gesehen, der Uwe, der war ja schon mega fleißig heute. Der hat ja den Balkon schon fertig gemacht. Also, sieht richtig gut aus. Gefällt mir sehr gut. Danke. Gern geschehen. Ja? Mhm.
immer weg in die Richtung Filme, sehen unsere Schätzelein immer Zwittöpfe. Als wenn wir nie abwaschen würden, aber gut. Nee, die sind auch dreckig. Wir lassen die immer stehen. Wegwerftöpfe. Wir kaufen immer neue. Ja. Aber zur Zeit ist unsere orange Tonne voll, wo Blech und Zucker drin kommt. Darum stehen die Töpfe hier noch rum. Aha. Das wären die schon längst in der Tonne. Aha. So, der Uwe, der hat gleich nochmal einen Zahnarzttermin. Ich hoffe, dass dann alles wieder in Sack und Asche ist und er wieder vernünftig essen kann. Das mit dem Weißbrot und weiche Zeugs zubereitet. So langsam nervt man mal schon mal wieder was Ordentliches essen, ne? Was man beißen kann. Also vor dem Uwe. Ja, also drücken wir mal die Daumen, dass das alles gut verläuft. Mir liegt das. Mir liegt da nicht so das fette Essen. Oder das harte Essen. Was festes mag ich gar nicht. Warum jammerst du immer so, dass du mal wieder was beißen möchtest? Jammer macht Spaß. Ach so. Ich jammer nicht, ich schätze. Nein, ich nein. Laut. Doch, du denkst laut. Ja, also und während Uwe beim Zahnarzt ist, werde ich seine Adventskalendertürchen einpacken. Da kann er mich nicht überraschen. Mir drehen ein bisschen die Augen. Ich weiß nicht wovon. Und dann steht noch auf dem Plan, den Baum schmücken. Ja. Das machen wir jetzt also auch noch. Das. Schade, dass du die jetzt da ist. Ich hab zwar gesagt, ich gehe zum Zahnarzt. Aber ich will ja kicken, was sie macht. Oh. Aber nicht so. Du weißt du nicht. Nee, natürlich nicht. Ja, so sieht's jetzt erstmal aus. So ist der Plan. Dann wird es heute noch bestimmt ein Käffchen geben, wenn du nach Hause kommst wieder. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Schauen wir mal. Ja, wird schon, ne? Ja. Und ich habe mal heute das neue Nivea BB Cream getestet. Ich finde, die sieht richtig gut aus. Ja. Die macht es gut. Also, finde, die matcht auch. Ne? Das schick, ist, schick. Man sieht da kein Rand, nichts. Doch, Falten siehst du. Nee. Bin ja schon im Faltenalter. Ja, aber jetzt erstmal kurzen Cut. Wir sehen uns dann nachher wieder beim Geschenke einpacken. Wie der Uwe kommt. Ich werde schon dafür sorgen, dass du nichts siehst, Uwe. Lalalala. Also klappt doch der Trick mit dem Zahnarzt. Das mache ich ganz einfach. Das weißt du ja nicht. Ich durfte nicht singen. Aber ich bin ja dabei, wenn sie Video schneidet. Wenn sie das bearbeitet. Und dann gehe ich unauffällig rein. Bin ich neugierig, aber ich muss wissen, was da einpackt. Eben kam eine Amazon-Lieferung und zwar weiß ich gar nicht, ob wir euch verraten haben, wie unser Baum aussehen wird. Wir wollen ihn in Weiß-Silber schmücken und da fehlt mir halt noch ein paar silberne Schleifchen. Ich bin also zu Amazon und habe bei dir keine silberne Schleifchen. Bin fündig geworden und angekommen ist das. Das sind Mini-Schleifen. Was soll ich denn damit? Oh Gott. Das hätte man auch mal dazu schreiben können. Aber mit dabei waren so eine Kristall-Eiszapfen. Die werden wir auf jeden Fall mit am Baum machen. Und jetzt habe ich hier so eine kleine Mini-Schleifen, die man nicht gebrauchen kann. Ja, das ist immer so das Risiko, nicht bei Amazon zu kaufen. Was soll's. So, die Tanne steht auch schon hier bereit. Für den Kranz. Der muss ja auch noch gemacht werden. Weil am Sonntag ist ja erster Advent und ich will den nicht schon wieder auf den letzten Drücker machen wie letztes Jahr. Weil, ihr wisst es ja, Susi ist Saisonarbeiter. Ich bin der Spezialist im auf den letzten Drücker machen. Ja. Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Obwohl ich vielleicht so ist besser. Ja,
Genau. So sieht's aus. Ich warte darauf, dass der Uwe geht, damit ich halt den ganzen Kram vorholen kann. So, alle Geschenke habe ich jetzt hier rübergetragen. Mal ein kurzer Sneak Peek. Und da mache ich mir jetzt ans Werk und pack alles ein, damit der Uwe was Schönes über die Adventstage auszupacken hat. Also da weiß ich, da wird er sich sehr drüber freuen. Und ihr werdet, ihr habt es ja leider auch jetzt nicht gesehen, was es genau ist, aber das braucht er. Ganz dringend. So, den Rest mache ich jetzt aber für mich alleine, damit ihr nicht so viel verraten könnt. Nicht gucken, mein Schatz. Jetzt nach rechts drehen. Nein. So? Ja. Und jetzt links? Nein, geh weiter. Mann. Oh, Leute, ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht vorwärts. So, das ist alles noch, was ich machen muss. Was? Das ist noch ganz schön viel. Ne? Und ihr habt ja gerade gesehen, der Uwe ist gekommen. Das heißt, ich muss mir jetzt richtig beeilen, dass die Küche hier frei wird. Nein. Weil wir haben es jetzt 5:30 und wir haben immer noch nicht den Baum angefangen, weil das hier so auffällt. Das ist unfassbar, was so Geschenke einpacken an Zeit frisst. Ne? Ich hab dir gesagt, ich helfe. Ja, der Uwe, ne? Nein, wollen wir keine Hilfe von dir. Ja, gut. Kira. Wehe, du guckst auf die Ecke. Nein, Mann. Hier, halt die Kamera auf dich, dann sieht man. Ja. Kira, komm her, komm. Ich werde jetzt den Baum schmücken. Susi ist in die Küche, die packt noch meine Geschenke ein. Die lässt sich ganz schön Zeit. Aber ist ja, macht man ja auch mit dir wissen, sowas. So, Zahnarzt war ich auch. Er hat wieder angepasst. Muss Montag wieder hin zum Zahnarzt. Ich hoffe, dass ich die jetzt endlich mal rinkriege, die Dinger. Das war blöde, mit den Alten noch rumzulaufen. Das sitzt ja nicht mehr richtig alles. Ja, werden wir ja sehen. Muss mal sehen, wie das wird. So, ich werde jetzt schnell den Baum schnell, na mal sehen, den Baum schnell schmücken. Das ist doch schnell. War der Akku leer. Ich habe so schön dirigiert, den Uwe. Und wir haben nicht bemerkt, dass der Akku leer ist. Also ich habe keine Ahnung, wie weit gefilmt wurde. Aber ich muss mal sagen, ich finde unseren neuen Baum echt richtig, richtig toll. Wir wollten schon immer mal so einen weißen Baum haben. Ne? Das sieht irgendwie, ja. Finde ich das sehr edel. Also irgendwie, ich finde Rot-Gold, das Klassische, immer wieder schön. Und das wird auch nie aus unseren Kisten verschwinden. Aber wir hatten einfach mal Bock auf was Neues. Und Uwe und ich, wir waren uns einig, dass das halt weiß-silber sein soll. Weiß-silber. Genau. Ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Baum findet. Der Uwe ist jetzt in den letzten Feinschliff. Ich hoffe nicht. Im Feinschliff. Unten fehlen einfach noch Ketten links, Uwe. Ja, und ich versuche ihm halt zu sagen, wo noch ein Loch ist und so was. Ich drehe euch mal um. Hier. Ja, unten, ne? Da ist auch die Kira. Die hat eben die ganze Zeit auf meinem Arm gelegen wieder. Neues Hobby. Ja, sieht gut aus.
Na, Mausi? Willst du unseren Schätzelein was sagen? Die sollen schön artig sein, sonst kommt der Weihnachtsmann mit der Rute. Ja, sieht gut aus. Hast du echt toll gemacht. Wie der Uwe schmückt bei uns ja mal den Baum. Bei mir würde der nie so schön aussehen. So, ihr Lieben. Ja, glaube, so können wir es machen. Ja. Kurze Roomtour durch unsere fertige Weihnachtsdeko. Ja. Und wir Bäde sind auch alle, ganz ehrlich. Also. Das ist voll der Weihnachtswahnsinn. Aber man freut sich ja immer, ne? Klar. Wenn es fertig ist. Okay, ich drehe euch kurz um. Ganz kleinen Moment. In der Küche haben wir noch nicht wirklich alles. Also es fehlt noch auf dem Tisch, die Tischdecke und alles. Aber an den Fenstern haben wir so Sterne, weiße Sterne zu hängen, die über die Zeitschaltuhr zu bestimmten Zeiten an- und ausgehen, genau. Dann haben wir hier einen kleinen Weihnachtsmann, der uns Merry Christmas wünscht, an unserer Wohnungstür und am Stromkasten den goldenen Stern von Bethlehem. So, dann haben wir hier einen kleinen Weihnachtsbaum zu stehen, wie jedes Jahr. Und natürlich die wunderschöne Girlande, die Uwe geschmückt hat gestern, in klassisch Rot-Gold. Ja, hier haben wir so Satin-Schleifen, Glöckchen. Nicht, wenn man die Glöckchen hört, dann glaubt man noch am Weihnachtsmann. Also ich höre sie, ich glaube noch am Weihnachtsmann. Genau, denn halt so süße Stiefelchen, ein paar Tannenzapfen, die mit Goldglitzer besprüht sind. Glitzerengel, die haben wir damals gehabt von Karstadt. Gibt es ja leider nicht mehr. Glitzer Schneeflocken. Da ist noch eine Glitzerglocke. Hier ist eine Kerze. Und diese wunderschönen Engel, die haben wir auch damals von Karstadt gehabt, oder Schatz? Ja. Wir haben ein paar mitgenommen. Genau. Und so führt sich das fort. Und wir finden es sehr schön. Besonders schön finde ich auch hier diese Glitzersterne. Ich glaube, die Kamera fängt es nicht so ein. Ja, und dann geht's ab ins Wohnzimmer. Wenn wir reinkommen, haben wir direkt hier auf der Anrichte. Ich hoffe, man kann wirklich alles genug sehen, weil ich jetzt ein großes Licht ausgemacht habe, damit die Lichterketten noch wirken. Ne? Ja, hier habe ich halt meine Winterlaterne, den Schneemann und die Lichterkette von Elke. Man hat vergessen, das Bäumchen anzumachen. Normalerweise leuchtet dieses Bäumchen auch. Habe ich vergessen. Ja, und hier leuchten halt auch die Figuren jetzt, Kerzen sind an. Wunderschön. Bunte Lichterkette an. Hier ist der Kalender von Daniela. Hier unten. Aha, Uwe sagt, Baum leuchtet. Da. Genau. Mit Santa Claus und Mrs. Claus. Schön kitschig. Ich liebe es. Ja, also hier der Adventskalender. Hier unten ist ja eigentlich die TV-Ecke, aber der große Fernseher passt da ja nicht rein, deswegen ist es unsere Deko-Ecke. Und Uwe hat auf diese Tischchen oder Brettchen, wo eigentlich der Fernseher draufstehen müsste, hat er halt diese Sterne da rangeklebt. Die sind eigentlich auch für draußen, aber das interessiert uns ja nicht weiter. Ja, und so leuchtet da fröhlich. Es ist dekoriert mit Frohe Weihnachten und eine Girlande. Der Weihnachtskalender von Elke mit den Teelichtern und diese kleine Stadt. Also ich liebe es jetzt schon. Es ist einfach so schön. Hier haben wir so kleine Elche dran zu hängen. Hier. Und Wichtel. Ihr seht, 8:50. Ja, und dann geht's hier oben halt weiter.
Da wart ihr ja dabei, wie ich da die Lichterketten reingefummelt habe. Dann kommen wir hier zum nächsten Regal. Hier drunten Schneemann. Nee. Ja. Nein, ganz hier flackert halt jetzt das Licht. Hier unten dicker, fetter Berliner Spatz in seiner Schale und auch die Schneemänner. Und der wunderschöne Kalender von Anna. Hier in der Blumenecke habe ich eigentlich nichts weiter gemacht, außer diese kleinen Teelichthalter, aber ich mache da keine Teelichter rein in den Blumen. Und hier unten auf dem Tisch ist jetzt der Adventskalender von Sassi. Dann gehen wir weiter auf dem Balkon. Also es ist nass. Ich werde euch das nur so zeigen. Da haben wir jetzt ringsrum Tanne und bunte Lichter halt gemacht. Also ich hoffe, ihr könnt es überhaupt erkennen. Genau, mehr ist es hier nicht. Auch das wird über eine Zeitschaltuhr geschaltet. An den Türen haben wir diese Kränze. Auf der anderen Seite haben wir auch ein. Genau, Türkränze. Ja, und dann... Der Stiefel. Der Stiefel, Mensch. Der hat jetzt... Ja, der sieht so schön aus. Ach, ich liebe solche Geschenke. Ja, dann sind hier noch die Adventskalender auch von der Anna. Der Schneemann mit seiner platten Mütze. Und die bunten Lichter und die Weihnachtsmänner auf der Schaukel sind hier auch. Genau, hier unten sind auch noch welche. Ja, das war's. Das war's. Und der Weihnachtsbaum, genau. So, da ist der Weihnachtsbaum. Also ich finde, er glitzert und blinkert und ach, mir gefällt er richtig gut. Ich gehe mal näher ran. Hier haben wir solche weiß-silbernen Porzellankugeln. Hier haben wir so Eisweiß auch mit Silberornamenten drin. Normal weiße, hier so eine Sterne. Halte ich das richtig hin? Da, Stern. Zapfen. Ja, die Kugeln als Lametta-Ersatz, hier diese Ketten. Dann haben wir Glitzer. Schneeflocken. Ja, so richtig schön. Hier sind auch noch Glocken drin. Ich liebe ihn einfach jetzt schon. Ja, unser diesjähriger Weihnachtsbaum in Weiß-Silber. Und ich bin mächtig stolz auf Uwe, dass er den so schön geschmückt hat. Soll ich mal so rumdrehen? Ach, ist das schön. Ist das schön. Stark aus, wa? Ja. Geht irre aus. Absolut. Also mir gefällt der sehr gut, ja. Obwohl ich das klassische Rotgold auch immer noch feier und ja, der wird okay. Auch nicht verbannt, aber wir wollten mal was anderes haben. Ja. Hm. Und nächstes Jahr machen wir nicht umgekehrt. Genau. Dann machen wir mal Silberweiß. Jetzt haben wir Weiß-Silber genommen. Ganz klar, Moment, ich stelle euch mal auf den Tisch. So, meine Lieben. Und jetzt? Von heute. Und jetzt haben wir euch mal kurz auf den Tisch gestellt, damit wir unsere Hände frei haben oder besser mit euch reden können. Ich hoffe, also ich weiß, die Kamera ist ein bisschen zu niedrig jetzt eingestellt. Aber ich möchte gerne, dass ihr den Baum seht. Die dritte Person kommt noch. Ich möchte, dass ihr ja gerne den Baum auch noch seht. Und ja, wir sollten an dieser Stelle jetzt einfach das Video beenden. Also ja. Ich für meinen Teil bin ja schon platt schon wie heute. Ja. Also dekorieren ist wirklich anstrengend. Hätte ich nicht gedacht. Und du? Das weiß ich. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Es ist wirklich... Aber es macht halt auch Spaß, ne? Wenn du dann fertig bist und dir das alles so anguckst, dann ist das halt echt wunderschön. Ja, also irgendjemand hat gelesen, wollte ja, dass ich halt den Balkon zeige, aber natürlich sieht man im Dunkeln nicht viel. Und eine Inspiration kann ich dir da wahrscheinlich auch nicht sein, weil wir haben tatsächlich nur
ein bisschen mit Tanne geschmückt, also Kästen mit Sand gefüllt und dort Tanne reingemacht oder Tannenzweige. Ja. Ja, bunte Lichterketten zwei Stück verteilt, kommt ja natürlich darauf an, wie groß der Balkon ist. Und dann solche Stabsterne, ne, die man ja eigentlich für den Garten in die Erde sticht oder so. Also, die ist jetzt schon, wer weiß wie alt, ne? Ja. Boah. Die, die wir auch jetzt hier in diesem Fernsehbereich eigentlich haben. Und mehr ist es nicht. Also nee, mehr machen wir da nicht. Das reicht. Reicht ja auch. Also. So wie andere sich dann großen Schneemann hinstellen oder nee, Weihnachtsmann. Nee, machen wir nicht. Haben wir auch keinen Platz für. Haben wir ja keinen Platz und für. Und die komischen Weihnachtsmänner, die irgendeine Leiter hochklettern, ach, um in den Kamin zu kommen, finde ich eigentlich auch affig. Also deshalb, ne? Ja. Und ja, das war jetzt eigentlich so unsere Adventsdekoration. Ich freue mich darauf, die jetzt die nächsten 6 Wochen zu genießen, weil das kommt alles erst an Heilige Drei Könige ab. Ja. Und Schluss. Ja. Und ich freue mich einfach, dass ich so lange den Weihnachtsbaum genießen kann. Ja, oder? Wir können ja auch einen Osterbaum machen. Ja. Grün, grün, grün. Ist doch scheiße, ja, was daran hängt, ob du Ostereier ranhängst oder Schneeflocken. Ja, nicht mehr. Nee. Ja, genau. Also jetzt sind wir damit durch. Jetzt können wir uns auch Vlogmas freuen. Ja. Und ich freue mich schon wahnsinnig, das erste Kalendertürchen zu öffnen. Und das ist ja schon am Sonntag soweit. Ja. Ich freue mich. Ja, aber wie gesagt, bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Ja. Deshalb jetzt erstmal für heute bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr vielleicht bis hierhin dran geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und über liebe Kommentare selbstverständlich auch. Ihr wisst ja hier, ne, lila und Herz. Die Insider wissen, was gemeint ist. Hier hinten klappert's. Bitte ein bisschen. Nee. Ah, die Perlenketten. Und ja, stay strong und positiv, lasst euch von nichts und niemand ärgern. Genießt die wunderschöne Vorweihnachtszeit, auch wenn sie dieses Jahr etwas schwieriger ist als sonst. Ja. Aber das schaffen wir auch alle, ihr Lieben. Ne? Das ist die Gesundheit geht halt vor und ja, Corona ist das scheißegal, ob wir Weihnachten haben oder nicht. Deshalb achtet auf euch und passt auf eure Lieben auf, dass ihr schön gesund bleibt und gut durch die wundervolle Zeit kommen. Aber wir sehen uns ja eh sowieso täglich im Vlogmas ab 1. Dezember. Ja, deshalb sage ich jetzt Tschüssikowski bis 1. Dezember. Nee, stimmt ja nicht. Wir sehen uns am Montag nochmal wieder zum Maskenmontag. Ja, letzte Mal. Bis Montag, genau. Okay. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi. Ciao.